Willkommen, willkommen. Wir sind in München mit einem wunderschönen Windows-Tablet und zwar von Samsung. Samsung ist aus dem Notebook-Markt ausgestiegen und im Smartphone-Bereich haben sie mal Windows-Phones gebaut, aber jetzt sind sie wieder zurück und obwohl wir unter Galaxy bisher meistens Android gesehen haben, aber hin und wieder auch Tizen OS, gibt es jetzt unter der Galaxy-Marke auch das Tab Pro S. Also ein wirklich wunderschönes Windows-Tablet, hier mit 12 Zoll Displaygröße, einer riesengroßen FHD-Plus-Auflösung mit AMOLED-Bildschirm, heißt die Farben sind wunderschön brillant. Ich werde es in den nächsten Tagen in meinem Urlaub ausprobieren. Ich bin jetzt ein paar Tage in Lissabon und ich habe hier auch den neuesten Intel Core M-Prozessor der 6. Generation drin, der M3, der ist genauso schnell wie der i3 der 5. Generation oder noch ein bisschen schneller sogar, also wirklich schön viel Leistung und trotzdem das Ganze lüfterlos und schnell mit 4 GB RAM, schnellem WLAN, NFC und auch SSD-Speicherplatz, allerdings liegt der bei nur 128 GB. Gut, viel erklärt, viel abgelesen eigentlich auf der Rückseite, ich kann es euch nochmal hier zeigen, beziehungsweise Windows ist hier wie gesagt drauf, aber in dem Bereich haben wir hier Home und ich habe das Ganze in Schwarz, aber es gibt es auch noch in Weiß und es gibt es auch mit LTE, aber ich habe jetzt hier die WLAN-Variante. So. Packen wir das Ganze aus. Dann, was ihr hier oben seht, ist ein Live-Vertrag, den lege ich mal auf die Seite. Da steht drin, wann ich das zurückgeben muss. Und zwar ist das leider wieder in ein paar Wochen. Ich liebe diesen Geruch bei neuen Geräten, vor allem neuen Geräten von Samsung. Die habe ich bei Netbooks früher sehr geliebt. Das ist so ein richtig schönes Fabrik-Feeling. So, das Tablet lege ich auf die Seite. Ja, das war das Tablet wirklich sehr, sehr, sehr dünn und mit Tastatur zusammen unter einem Kilogramm, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Hier ein kleines Zwischenplastik. Ich lege mal kurz auf die Seite. Und dann geht es hier weiter mit einem etwas dickeren Bereich. Das ist wahrscheinlich die Hülle mit der Tastatur. Die liegt hier in der Verpackung mit dabei. Das machen andere Hersteller, zum Beispiel Huawei, wird bei dem Matebook nicht unbedingt eine Hülle mit dazulegen. Das können die Händler selber entscheiden, wie sie es verkaufen. Und was ich dann hier sehe, ist ein Fast Charging Adapter. Also wir können unser Smartphone bzw. unser Tablet, das ist natürlich kein Smartphone, mit USB ganz schnell aufladen. Der Vorteil ist, ihr habt ein wirklich miniaturgroßes Netzteil. Der Nachteil dabei ist, das USB-Kabel ist nicht ganz so lang. Das ist so lang wie bei einem Smartphone. Ihr könnt es hier sehen, ungefähr 1,8 Meter lang. Ich sage euch noch schnell, wie viel Strom das ausgibt. Bis zu 12 Volt bei 2,1 Ampere. Das sind 2,5 Wattstunden. Das ist nicht wenig, aber auch für euer Smartphone könnt ihr laden bei 5 Volt und 2 Ampere. Also nicht nur fürs Tablet hier geeignet, der Fast Charging Adapter hier von Samsung. Also wie ihr gesehen habt, das USB-Kabel habe ich zwar schon gezeigt, aber das ist ein USB-Type-C-Kabel. Also ihr könnt damit wunderbare Adapter benutzen. Ich habe hier meistens ein paar rumliegen, jetzt muss ich mich kurz umschauen, genau, zum Beispiel sowas benutze ich mittlerweile ganz gerne für mein Notebook zum Beispiel, also hier kann ich aus einem USB 3 machen und noch ein Netzwerk zum Beispiel oder noch andere VGA und weitere Adapter gibt es natürlich in USB-C mittlerweile auch schon zu kaufen, sind ein bisschen teurer als die Micro-USB-Anschlüsse, aber dafür gibt es einfach wirklich schön viele coole Adapter. Und dann haben wir noch ein Handbuch. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht durchlesen, da sind meistens nur Garantiebestimmungen drin. Also lege ich mal die Verpackung auf die Seite und wir schauen uns jetzt das Tablet an. Beziehungsweise eigentlich dürfte ich noch gar nicht das Tablet zeigen, denn ich habe euch die Tastatur noch nicht gezeigt, aber die gibt es dann gleich zu dem Tablet dazu. So, wie ihr schon sehen könnt, ich habe es schon mal im Einsatz gehabt, es sind ein paar Fingerabdrücke drauf, aber von vorne, beziehungsweise so müsste das Ganze ja sein, schaut das schon mal sehr, sehr gut aus, sehr wertig, denn wir haben auch hier eine komplette Metall, nicht Legierung, sondern Metallgehäuse von Samsung spendiert bekommen, also genau in der gleichen Optik, wie wir es bei den Samsung A-Serien-Geräten mittlerweile kennen oder den S-Serien-Geräten. Unten seht ihr, wir haben hier diese Dock-Anschluss mit Magneten dann entsprechend dran, dort sehen wir allerdings nichts anderes mehr. Dann auf der nächsten Seite haben wir einen Kopfhöreranschluss und den USB-C, damit wir hier ein Headset anschließen können und hier oben dann entsprechend noch Lautsprecher ausgefräst. Dann, wenn wir weiter oben uns umschauen, haben wir hier zwei Mikrofone drin, also zwei kleine Löcher hier und da, beziehungsweise einen Lautstärkeregler und einen An- und Ausschalter. Und auf der Seite haben wir eine Windows-Taste, die wir dedizierte, damit wir die Windows-Start-Menüleiste aufrufen können. Und dann haben wir weiter nichts mehr, außer hier noch Lautsprecher. Also wenn ihr so haltet, dann können auf beiden Seiten wunderbar hier die Speaker funktionieren. Ich finde es sehr schade, dass ich keinen Micro-SD-Kartenslot hier drin habe. 128 GB sind zwar schön und gut, und per USB-Stick kann ich ein bisschen arbeiten mit meinem Type-C-Micro-USB-Stick, aber
Ja, eine MicroSD wäre schön gewesen. Schade, schade, schade. Hinten eine Kamera, ich glaube, die hat 5 Megapixel und vorne haben wir auch, glaube ich, nochmal 5. Das schauen wir uns dann nochmal genauer an. Hier bei diesem schönen Samsung-Gerät und ich glaube, ich habe es nicht ausgemacht. Doch, es ist aus. Also entsprechend dann mehr dazu später. Aber natürlich gehört zum Unboxing auch der komplette Paketinhalt. Deswegen müssen wir uns noch anschauen, was hier drin ist. Wie richtig erwartet, entsprechend die Tastatur mit Keyboard. Beziehungsweise, ich rede Blödsinn, Tastatur und Keyboard sind ja das gleiche, Tastatur mit Hülle. Genau, so schaut die entsprechend aus. Übrigens, das Ganze schaut zwar schwarz aus, aber ich würde sagen, das ist eher dunkelblau. Und wie gesagt, sieht ganz gut aus. Hintergrund beleuchtet ist sie leider nicht. Zu laut, zu leise auch nicht. Ich kann aber ganz einfach das Samsung-Tablet jetzt hier nehmen. Wie ihr schon merkt, hier dran stecken und das Ganze fällt auch so schon nicht ab. Also der Magnet ist wirklich super stark. Und was ihr vor allem gleich sehen werdet, ist, wenn ich das Ganze hier flach hinlege und die Rückseite hier nehme, wo die Kamera natürlich ausgefräst ist und das hier drauf mache, ist das hier auch hinten magnetisch so dran befestigt, dass das Tablet zwar, wenn ich das jetzt aufklappe, noch abfallen könnte, aber so schon zum Beispiel relativ gut hält. Ich schaue jetzt natürlich nicht, dass es auf den Boden fällt. Wenn ich anfange zu schütteln, dann auch noch ein bisschen. Also super stabil. Und wenn ich das hier nehme und dann einraste, dann können wir das Ganze wunderbar als Notebook sozusagen verwenden. Ich sitze jetzt hier sozusagen am Tisch und dann kann ich das hier auf den Tisch hinstellen und anfangen zu arbeiten. Genau. Und dann einfach sonst das nehmen, hochheben und dann hier flach zuklappen. Oder ihr habt noch, ich glaube, ein, zwei andere Winkel, wie es auch geht. Genau, ganz flach soll es auch gehen. Also so kann man das auch noch entsprechend auf dem Tisch hinlegen und dann entsprechend auch flach drauf arbeiten. Dann aber vielleicht, ich weiß gar nicht wofür, zum Zeichnen oder so. Und Stylus ist hier nicht mit dabei. Ist es auch glaube ich, nicht dafür ausgelegt, dass es als Stylus-Gerät eingesetzt werden soll. Aber ich bin gespannt, wie dieses Windows-Gerät abschneidet. Ich werde es das die nächsten Tage auf jeden Fall auf meinen Reisen mitnehmen, um damit aktiv arbeiten zu können, externe Festplatte anschließen, Videos hochladen und so weiter. Wird in Lissabon auf jeden Fall spannend hier mit diesem wunderschönen Samsung Galaxy Tab Pro S. Genau, das war's auch schon, wenn ihr das zugeschaut habt, bei diesem wirklich wunderschönen, dünnen Gerät im Unboxing. Bis zum nächsten Mal, vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren und tschüss!